als wenn die Schuhe geschnürt. Ja. Geht zum Vieh. Genau. Freut sich. Okay? Deine eigenen? Ja. Deine freuen die sich? Die ist immer überall safe, also sie boxt alle weg. Okay. Geil. Den eingebildeten Sturm. Und jetzt geht's gleich wieder zurück. Wo zurück? Ja, zur Alpe. Ja, jetzt haben wir Hunger. Ich hab Hunger und du? Ja. Chef soll kochen noch. Er trinkt nichts, gell? Morgen, ihr Lieben, heute begrüße ich euch von der Alpe Stierhof. Wir verbringen heute den Tag mit Steffi, Julian und Team. Freuen uns drauf, dass ihr uns begleitet. Viel Spaß und guten Morgen. Das heißt, es wird jetzt hier auch noch ohne Strom gekocht sozusagen. Ja, genau. Für die Raclette braucht man Ofen. Bitte für was? Die Raclette. Vielleicht kleine Kuchen und für Sahne was. Ich wäre bei beiden Sachen dabei, Raclette und Kuchen. Ja.
Das ist sogar eure eigene Butter, oder? Ja. Oder abgelenkt wirst, ja. Wie von Bergschön. Dann geht's schnell und genau. Jetzt haben wir gar keinen, der die Schüssel ausleckt. Oder gibt es da doch vielleicht einen? Lass mal sie stehen, da wird sich schon jemand finden. Dann. Das schaut gut aus. Die Schuhe werden geschnürt, das heißt, du gehst jetzt hoch. Jawohl.
Das sieht man an meinem Berg schon, der geht schon mal vor. Frische Kräuter habt ihr auch. Ja. Für die Genussplatte, oder? Nee, da mache ich jetzt nur schön Kräutereistee. Ah ja. Was macht ihr damit jetzt, mit der frischen Milch? Ja, Rahm und nachher Butter. Das war auch ein ganz schön langer Tag für euch, oder? Ja, aber... Nein. Kann man aushalten. Ja, muss man. Erstmal ein leckeres Rotes, weil das schmeckt gut, tut gut und ein Bier so himmlisch wie der Name. Prost auf euch. Ist hier, was das Allerschlimmste für mich ist, das Warten mit der leckeren Brotzeit und einem leckeren Bier, bis die Frau Bergschön mit der Kameraeinstellung zufrieden ist. Gut Ding braucht Weile, meine Lieben. So, jetzt lassen wir uns schmecken. Käse-Raclette-Brot, Genussbrotzeit. Genussbrotzeit. Auf euch. Zum Wohle. So, Steffi, Material. Ups. Eine Materialbahn habt ihr hier auch? Ja, genau. Deswegen die ganzen Getränke und die ganzen Vorräte hochbringen für die Gäste. Genau, das wird auch nicht mehr. Bitte? Und für euch. Kommt also nicht mit dem Esel hoch, sondern nee. Mit der Materialbahn. Genau. So. Wie würdest du denn deine zwei Tage zusammenfassen? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie im Paradies. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Wir hatten tolle Erlebnisse. Ich bin voller Erlebnisse und freue mich total auf meinen nächsten Besuch auf der Alpe Stier.